So, in diesem Video möchte ich mal einen Begriff dazwischen schieben, den ich im darauf folgenden Video brauche. Das ist nämlich der Begriff der Teilfolge. So, das ist gar nicht so ein schwerer Begriff. Ja? Wir nehmen halt an, wir haben irgendeine Folge, ja, komplex oder reell werde ich, das ist eigentlich nicht wichtig, sondern es ist halt irgendeine Folge. Und dann haben wir eine Funktion, die habe ich hier geschrieben, das ist Phi. Das Besondere an Phi ist, dass es eine Funktion ist von den natürlichen Zahlen in die natürlichen Zahlen. Und nicht nur irgendwie, sondern sie sei außerdem noch streng monoton steigend. Ja, dadurch, dass sie streng monoton steigend ist, sorgen wir dafür, dass wir quasi eine Funktion haben, Phi, die aus den Indizes aus allen natürlichen Zahlen einfach welche überspringen kann. Denn das ist genau die Eigenschaft. Ja? Wenn ich also, wenn Phi von 2, 3 ist, bedeutet das einfach, dass ich einen von den ersten beiden Werten übersprungen haben muss. Ne? Und wenn ich dann jetzt eine Folge mir konstruiere, wo ich eben halt die Indizes so wähle, wie Phi mir das vorgibt, bekomme ich nichts anderes als eine Teilfolge von dieser Folge. So, ich mache mal ein Beispiel, damit klar ist, was damit da nicht gemeint ist. Machen wir mal also ein klassisches Beispiel ist natürlich die Folge AK mit AK ist definiert als minus 1 in Klammern hoch K. Ja, dann, wenn man sich diese Folgenwerte anguckt, ja, dann ist eben halt A1 ist dann eben halt minus 1, A2 ist halt 1 und so weiter und A3 ist wieder minus 1. Das alterniert also so munter hin und her zwischen minus 1 und 1. So, jetzt kann man sich natürlich eine Teilfolge Phi 1 bauen. Ja, und wenn ich da eine Zahl k rein tue, dann bekomme ich eben halt 2k heraus. So, wenn ich jetzt mir jetzt überlege, wenn das ist natürlich streng monoton steigend und erfüllt genau die Eigenschaften für dieses Phi in dieser Definition, dann habe ich also eine Teilfolge a Phi 1 von k. So, und welche Folgenglieder kriege ich da? Das ist die Menge aller, das ist also die Folge ist die Folge, wo ich nur die geraden Indizes habe. Das heißt, das hier ist also A2, A4, A6 und so weiter. Diese Folge bekomme ich da. Und das ist dann eine Folge, die natürlich hier, wenn man die Werte anguckt, eben halt nur konstant 1 ist. Ja, natürlich kann ich mir auch eine andere Folge bauen. Wenn ich Phi 2 baue von k und dann nehme ich natürlich dann sinnigerweise 2k plus 1, dann kriege ich genau die Ungeraden. Ne? Dann habe ich also a Phi 2 von k, dann habe ich genau die Ungeraden hier, da ich hier mit plus 1 angefangen habe, habe ich dann a3. Das heißt, ich habe den ersten und den zweiten Wert übersprungen und dann mache ich einfach munter weiter mit a5, a7 und so weiter. Ja, macht aber nichts. Ich habe dann am Ende eben halt minus 1, minus 1, minus 1 und so weiter. Ja, dann habe ich also so eine Teilfolge, die dann konstant ist. Ja? Das ist nicht der einzige Sinn und Zweck von solchen Teilfolgen, aber ein sehr häufiger Verwendungszweck, dass man aus einer Folge, die man hat, einen Teil extrahiert, der irgendwie zum Beispiel einen Grenzwert hat. Die Folge selber muss keinen Grenzwert haben, so wie diese Folge ja keinen Grenzwert hat. Teilfolgen können dann aber plötzlich Grenzwerte haben. Ja? Und das ist dann eine interessante Beobachtung, dass sowas möglich ist. Ja? Und deswegen wollen wir noch ein paar Eigenschaften dazu schreiben, welche Teilfolgen und was Teilfolgen und Grenzwerte so angeht. Also wir beobachten oder es ist einfach zu sehen, oder Bemerkungen nenne ich das einfach mal. Ja, wenn also der Grenzwert von AK, ja, K geht gegen unendlich, existiert, also irgendein C ist, ja, dann folgt daraus, dass für jede Teilfolge Limes k geht gegen unendlich a und dann Phi von k natürlich auch der Grenzwert C ist, ja, und zwar für alle Teilfolgen. Die man da so wählen kann. Ja, das ist irgendwie klar, wenn also diese AKs konvergieren gegen eine Zahl oder meinetwegen auch plus unendlich, das ist eigentlich auch egal, ja, dann müssen die Teilfolgen, die man sich da auswählt, eben halt das auch tun. Die kommen da nicht drum herum. Ja, andersrum gilt das aber nicht. Ja, wenn ich also wenn ich eine Teilfolge habe, ja, die einen Grenzwert hat, bedeutet das nicht, dass die ursprüngliche Folge diesen Grenzwert haben muss. Beispiel sehen wir oben. Ne? Also ich habe hier eine Teilfolge, da ist der Grenzwert 1, ich habe hier eine andere Teilfolge, da ist der Grenzwert 2
Und daraus schließen wir sofort, wenn es das kann nicht sein, dass dann dieser Grenzwert von einer Teilfolge sich auf die ursprüngliche Folge überträgt. Das wäre ja schon ein Widerspruch in sich. So, und dieser Teilfolgenbegriff, den wendet man eben halt auch ganz häufig an, um einen Häufungspunkt zu beschreiben. Also ein Häufungspunkt, das ist oft eine Definition. Ja. Also die Zahl H aus R oder aus C heißt Häufungspunkt. Häufungspunkt der Folge AK, K aus den natürlichen Zahlen. Ja, falls es eine Teilfolge gibt, A Phi von K, ja, mit genau diesem Grenzwert. Wenn wir also K gegen unendlich gehen lassen und dann aber nur die Teilfolge betrachten, A Phi von K, dann haben wir den Grenzwert H. Dann nennen wir das Ganze Häufungspunkt. Ja, und die Beobachtung ist, die wir jetzt da oben gemacht haben für dieses Beispiel. Ja, diese Folge hier, die Folge der AK, hat keinen Grenzwert, aber sie hat zwei Häufungspunkte. Das sehen wir an Phi1 und Phi2. Wir haben jeweils zwei Teilfolgen gefunden, die natürlich einen Grenzwert haben. Das ist natürlich offensichtlich an dieser Stelle, ja. So, und das ist so irgendwie die häufigste Verwendung für solche Teilfolgen, dass man sie nämlich gegen irgendwelche Häufungspunkte konvergieren lässt. Ja, so, das brauche ich im nächsten Video ganz häufig. Von daher war das eine gute Vorbereitung für das nächste Video, wo es wieder um Potenz reingeht.